Und der Typ dachte wirklich, dass da das Universum aus Wasser bestehen würde. Okay, okay. Und dann hier so. Wasser. Wasser. Feste. Behindert. Das war zu geil. Hallo. Habe ich noch ein Pfeil? Nur schade. Skelett, willst du bitte hier rumkommen? Ich bin für eine Sprechstunde bereit, aber bitte, bitte stell dich an und... Hallo, Skelett. Na? Bereit? Danke. Haha. Gegönnt, gegönnt, gegönnt. Ja. Das war schön auf jeden Fall hier. Ich würde mich nur mal fragen, wo der Ausgang ist. Wir sind schon satte 14 Meter, habe ich da schon. 100 Meter sind wir jetzt schon weg. Nee. 14. Hier war doch irgendwo noch so ein Point, den wir... Nö, doch nicht. Ich wette, ich finde den Weg nie wieder. Ich finde den Weg einfach nicht mehr, glaube ich. Wenn wir schon so krass weit gelaufen sind einfach, das ist einfach unmöglich, dass wir den Weg noch so schnell finden. Na? Kommst du hoch? Hallo, Skeletti. Hä? Ach, das Skelett ist in der Strömung. Wie geil, das stirbt dadurch. Hallo. Na? Hallo, Skelett. Es trifft mich nicht. So lustig. Aber zuerst würde ich gerne nach Hause und ich habe keinen Plan, wo ich nach Hause komme. Ja. Schöne Scheiße. Ah, das habe ich doch noch getroffen. Ja, gut gemacht, Skelett. Wir müssen da rüber auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen irgendwo außen rum gehen. Wir müssen da durch. Ganz sicher. Wir müssen das Skelett irgendwie besiegen. Wow, war das ein weiter Rückstoß. Scheiße. War sehr schlau von mir. Ist da Lava irgendwo? Ja, da ist Lava. Deswegen unten ist es zu gefährlich eigentlich. Aber wir müssen trotzdem da durch. Und ich würde gerne das Skelett da irgendwie weghauen. Aber ich kann es leider nicht machen. Ich kann mal das Wasser hier so abschalten. Moment. Ach, die Lava wurde... Ja, die Lava ist jetzt weg. Na gut, fast. Nicht ganz, aber fast. Kommst du jetzt? Ah, draufhauen! Ach, von da kommt der Schlingel. Tja. Schlaues Ding, muss ich sagen. Und wir haben einen Pfeil. Sind wir gleich doppelt bewaffnet mit Pfeil und Schwert. Müssen da rüber. Boah, Mann. Ich will eigentlich gar keine neuen Wege ausleuchten. Ich will nach Hause. Okay, wir sind hier. Und von hier aus können wir jetzt uns so denken, wie wir nach Hause kommen. Da oben auf jeden Fall müssen wir lang, glaube ich. Wir waren bestimmt von da oben runtergeschubst. Ich wette, es war genau so. Und dann wurden wir hier hingeschubst und haben gesagt, ach scheiße, hier ist irgendwo ganz viele Zombies. Wir haben auf jeden Fall die Jagd auf den Zombie-Spawner verloren. Denn wir haben immer noch keinen Spawner gefunden. So, stirb. Creeper. Creeper, willst du bitte in die Lava springen? Hehe. Bitte, mach ihn fertig. Jetzt. Nein, keine Schallplatte, schade. Da komm doch mal runter, du Verdammter. So. Und man kann schon sagen, wir kassieren massig Pfeile durch dieses ganze Skelett-Bashing. Und haben da durchaus so eine zweite Waffe. Ich hätte auch eben einfach den Bogen nehmen können, aber ich war noch nicht daran gewöhnt, dass wir jetzt auch doppelt bewaffnet sind. Na, deswegen. Nee. Nicht euer Ernst, oder? Ich will einfach nur hoch. Boah. Komm, auch noch ein Skelett, das kann mir auch gleich schießen. Bitte, mach den Creeper fertig. Wir können langsam echt irgendwo rüber, ne? Und stirb. Und in den Head. Und trotzdem haben wir noch Pfeile übrig. Wunderbar. Ich mache, glaube ich, noch ein bisschen hier klar Schiff. Und der Bogen ist auch gleich tot, also da haben wir nicht mehr viel. Wir haben das alles schon mühselig hier zugebaut, aber es wurde trotzdem wieder zerstört. Der Bogen ist, noch kaputter. Aber wir können ja den hier machen. Wir sind ja schlau, schlaue Kinder und können den hier machen. Und repairen unseren Bogen dann so ein bisschen hoch. Würde aber gern trotzdem jetzt gehen. Und haben mich, ach ja, ist schon eine Facke gesetzt, sehr schlau. Ich würde gerne gehen jetzt. Aber es ist so viel Kohle, ich will eigentlich noch mal ein bisschen sammeln. Und wir kommen danach sowieso wieder, deswegen ist es eigentlich egal. Aber nur so aus Prinzip, hier ist so viel Zeug einfach, was wir noch sammeln können. Die Höhle ist noch lange nicht erschöpft. Ne, und deswegen sag ich jetzt mal so,
haben wir schon so eine gute Chance. Wir haben zwar keinen Kompass, um nach Hause zu kommen, aber es ist eigentlich vollkommen egal, da wir, ja, einen Waypoint hier haben und das ist egal. Auf der Karte seht ihr auch den Waypoint, ne? Wir sind doch schon so ein Stück vom Waypoint entfernt, ne? Wow, schon ganz schön weit. Da oben ist der Waypoint. Hm, cool. Man kann den Waypoint ja auch so machen, dass da so ein Strahl kommt, von oben nach unten, und der zeigt einem dann den Waypoint an. Das kann man gerne auch machen, ich würde es aber dann gerne doch anders handhaben, und zwar einfach so um dieser Raute. Eine richtige Raute ist es zwar nicht, aber wir wollen es ja nicht über Form streiten, sondern einfach genießen. Nix, okay. So, da haben wir schon mal so ein bisschen gesammelt und können eigentlich auch schon uns verpissen. Na, kommst du rüber? Ja, rüber gesprungen. Wir haben beide Items erhalten, aber ich will eigentlich gar nichts davon. Danke für die XP. Schon Level 30 wieder. Schon zum... Einmal in die Höhle, schon gleich Level 30. Das ist... Wir waren jetzt schon dreimal Level 30. Mindestens. Und haben es einfach geschafft, immer wieder zu verkacken. Ich will nur das Eisen haben. Nein, ich habe alles eingesammelt. Weg. Weg. Stirb. Stirb auch du. Gut. Wo wollten... Oh, Lapis Lazuli. Davon haben wir letztes Mal ja auch, glaube ich, ein oder zwei gefunden. So zwei Ores. Oha. Haha. Hä, ich war doch schon längst weg. Dumm. Was für ein unnötiger Creeper ist das denn gewesen? Der war ja richtig dumm. Wow. Ne, komm, weg da. Ich will nur das Lapis Lazuli haben. Da ist es ja auch schon. Und es darf nicht in die Lava fallen. Das wäre ich wäre sonst sehr traurig. Es ist so actionreich. Diese Aufnahme war eigentlich eine der actionreichsten überhaupt bis jetzt. Oh, die letzte war auch schon krass, aber die war auch echt nicht ganz ohne. Zombie? Gut. Da ist der Creeper. Oh, nicht in die Lava. Bloß nicht. Kommt der Creeper jetzt auch mal rum, oder? So. Und. Nein, Mist. Aber den Pfeil können wir uns wiederholen. Oh, der Zombie hier, der ist auch... Mann, keine Pfeile mehr, Mist. Ah, schade. Verbrannt. Oh, Zombie, hi. Den Pfeil können wir uns wiederholen, aber der Creeper ist noch da. Der ist wirklich da noch irgendwo, dieser scheiß Creeper, und ich werde den auf jeden Fall erwischen. Was? Da ist er, gut. Gut, alles geplant. Passt alles. Ha, noch einer von denen. Ist schon echt exzessiv, wie wir hier kämpfen eigentlich. Das sollte eigentlich nicht wahr sein. Dass hier so viele Zombies kommen, ist eigentlich wirklich unnormal. Und die Fackeln sind vielleicht alle wieder aufgebraucht. Da will wirklich jemand, dass wir überhaupt keine Items mit nach Hause nehmen, ne? Weil diese Höhle steht nicht unter Naturschutz und deswegen, ne? Beanspruche ich die Items für mich. Wer es gefunden hat, darf es behalten. Naja. In dem Fall ist es wirklich so. Weil wir haben die Finner von dem ganzen Scheiß. Wow, genau, direkt in die Lava. Geil. Na, wo ist der nächste? Da ist er. Cool, ich habe ihn nur aus dem Augenwinkel gesehen. Die sind auch echt verdammt schnell, ne? Guck, wie der läuft, das ist voll lustig. Na? Und? Tot. Warum bringt er keine XP? Der ist noch fieser als alle anderen Zombies zusammen. Und braucht genauso viele Hits, bis er tot ist. Also finde ich das nicht fair. Ganz ehrlich, nee. Und durch den Waypoint werden wir nicht ganz nach Hause zurückfinden, aber wir werden auf jeden Fall einen Anhaltspunkt haben, wo der genau ist, oder wo der ungefähr ist, auch der Waypoint. Boah, nee. Mist, wir haben keine Pfeile. Kommst du auch mal durch, Zombie? Ich will einfach nur nach Hause. Nur nach Hause. Ganz normal. Boah, komme ich in dieser Aufnahme überhaupt nochmal nach Hause? Oh, Eisen, cool, geil. Ja, der Zombie hat ein Eisen gedroppt.
Nicht gut, nicht gut. Alles auf einmal hier. Nee, nee, nee. Komm. Immer noch keinen. Gut. Greif den Zombie an. Gut, so. Wir haben wieder Pfeile. Ey, wir kämpfen die ganze Zeit nur. Wir machen gar nicht mehr was für unser Farming. Wir kämpfen nur noch. Ich will die XP noch haben, deswegen noch nicht in die Lava schubsen. So. So, gucken wir mal, was wir haben. 5 Eisen. Was? Achso, wir haben ja auch schon vorher Eisen gehabt, deswegen. Und wir haben wieder Pfeile. Wir sind wieder ausgerüstet, quasi. Oh, ich will nach Hause, Mann. Da oben wollen wir doch einfach nur lang und nach Hause. Ich komme hier nicht mehr raus, weil ich dauerhaft von Zombies zurückgeschubst werde. Boah, da kommt schon der nächste Kandidat an. Boah, mit dem Bogen haben wir geschlagen. So, Schwert kaputt. Gar kein gutes Zeichen. Boah, und die Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Boah. Wir haben uns ja gerade erst neu gemacht, deswegen ist es nicht so tragisch. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ab, weg. Will nicht mehr sein. Ah, Gold. Das ist so wundervoll. Spitzhacke. Oh. Aber langsam und sicher kann ich schon mal sagen, nee. Ich will einfach nach Hause jetzt und meine Ruhe haben und danach gehe ich nochmal in die Höhle, um noch mehr weiterzufahren. Ich weiß, ich bin so ein armes Schwein, ja. Wir haben zwar noch nicht ganz 7 Stacks zusammen, aber egal. Wir werden danach sowieso wieder kommen und dann nochmal farmen. Keine Sorge, es wird weitergehen mit dem Farming. Wir hören so schnell nicht auf. Ne, denn wir haben noch so einen Spielstand zurückzuholen. Wenn wir aber nochmal sterben, dann reicht's mir. Dann, ne, ist mir das scheißegal. Dann bleibe ich hier. Und fahre mein ganzes Leben lang durch. Aber ein bisschen Kohle schadet eigentlich nie, ne? Vielleicht schaffen wir den 7. Stack ja doch noch. Wenn ich hier die viele Kohle nämlich sehe, dann denke ich mir schon, oh, das könnte doch was werden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wunderbar, wunderbar. Der 5. Stack. Wir haben auch schon fast 2 Stacks Eisen. Also eineinhalb, meine ich. Und 5,000001 Stacks Kohle. Ist schon ordentlich was, aber wir brauchen einfach diese 7 Stacks wieder. Das ist so für mich so ein Symbol des Sieges. Ne, des Erfolgs, dass wir einfach unsere Stacks wiederbekommen. Ne, wir haben uns alles erarbeitet und es wurde uns alles geklaut durch so einen scheiß Zombie-Auflauf und deswegen wollen wir uns das alles wieder nochmal erarbeiten, ne, wie wir es halt vorher hatten. So hätte ich es halt einfach gerne wieder, wie es vorher war. Ich will mich auch nicht nochmal hochbauen, einfach so unnötig aus der Höhle rausbauen, wie man das so kennt, einfach nach straight nach oben bauen, das will ich nicht. Ich will einfach den legalen Weg nach oben gehen. Wie man es halt so macht, ne? Und schön, dass die Playlist immer noch weiterspielt, das freut mich ja. Dass die uns immer noch begleitet auf unserem langen Weg hier. Bin ich ja schon hoch erfreut drüber eigentlich, kann man schon so sagen. Ja, Freunde, das ist schon schön. Dann haben wir doch noch mal ein bisschen was gefarmt hier, ne? Das ist doch schön. Wunderbar, wunderbar. Aber der Weg führt doch nicht nach hier, nach da, ne. Ist er nach da? Ist für der Weg nach da, wirklich? Ich weiß es nicht, ich will nur nach Hause. Der führt nach da. Ach, Zombie. Ich kann keine Zombies mehr sehen, wirklich. Die regen mich nur noch auf. Wow. Ach nö. Wieso explodiert dieser scheiß Creeper denn? Ich war doch nicht mal da. Nicht mal in der Nähe. Warum? Aggressive. Kackte Monster einfach nur. Verbrennt doch alle in der Lava hier. Verbrennt doch alle in der scheiß Lava. Gibt's doch nicht. Einfach normal farmen. Also hier in dieser Gravel-Gegend sind die Monster besonders aggressiv. Aber ich bemerke, sind wir gerade auf in so einer Plains-Ebene. Nicht mal in einem Wald, aber wir sind so in einer Plains-Ebene. Ich
Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir noch in unserem Haus dran sind. Ob wir überhaupt noch in der Nähe sind, andersweise.